Wladimir Putin hat jetzt erstmals öffentlich eingeräumt, dass die westlichen Sanktionen gegen Moskau negative Folgen für Russland haben könnten. Ist dieses Eingeständnis als Schwäche zu werten? Ich glaube eher, dass man damit einem gewissen Dilemma begegnen will, was man in Russland bisher hatte. Also in der Tat ist es so, dass Putin bis jetzt gesagt hat, dass die westlichen Sanktionen für Russland gar kein Problem sind. Ganz im Gegenteil, dass sie eigentlich Russland, die russische Wirtschaft sogar stärken würden. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass es in Russland deutliche wirtschaftliche Probleme gibt. Und die Frage, die sich ja ganz einfach stellt, ist, wenn das angeblich nicht an den westlichen Sanktionen liegt, woran liegt es dann? Dann muss es ja am Land selber liegen. Und ich glaube, man versucht dieses Dilemma so ein wenig aufzulösen. Zu lösen und hier einen kleinen, vor allen Dingen narrativen Kurzwechsel einzuleiten.